einfach mal so von vornherein, wir machen das hier zum ersten Mal mit so vielen Leuten. Es kann wirklich gut sein, dass das jetzt hier ein bisschen chaotisch wird, aber geniessen es, immerhin können wir uns treffen. Für die, die es schon gesehen haben auf dem ersten Bild, es macht Sinn, wenn ihr erstens mal euren Namen bei eurem Video richtig darstellt und vielleicht in Klammern hinten euren Social Media Account, dass die Leute euch können folgen können. Plus, wenn ihr Zeit habt und Lust habt, im Chat hineinzuschreiben, wer ihr seid, von wo ihr seid und einen Spruch, was euch gerade Freude macht. Dann lebt das Ganze natürlich davon, dass ihr mitmacht mit so Zeichen. Mit Command, Control, Spacebar könnt ihr uns irgendein Emoji schicken. Das hilft uns natürlich auch. Ja. Und jetzt herzlich willkommen, ja, zu unserem ersten virtuellen Creative Mornings Basel. Wir wünschen uns ganz grosse Aktivität von euch. Dass wir nicht das Gefühl haben, wir sind euch irgendwelche Pausen gelöhnt und irgendwelche Sachen müssen erzählen. Also wenn ihr irgendwie die Möglichkeit seht, euch zu beteiligen, wenn es geht, nicht gerade verbal, weil das gab glaube ich sonst mit so vielen Teilnehmern eine Chance, aber wir haben ganz viele Ausdrucksmöglichkeiten, eben wie schon gesagt, so. Und nutzen sie. Es ist auch schön, wenn ihr eure Kamera könnt anschalten könnt, dass wir das, wirklich das Gefühl haben vom Zusammensein. Das da habe ich vorher schon erklärt, das ist eben, wenn ihr euren Namen möchtet, richtig darstellen, dass die anderen auch wissen, wer ihr wirklich seid. Und euer Instagram, Social Media Account, whatever, Twitter, könnt ihr dahinter dran tun. Dann, wenn ihr etwas möchtet sagen, es ist komisch, das Raise Hand Feature habe ich jetzt gar nicht gesehen, dem Zoom innen, aber dann machen wir es mit Klatschen unten rechts oder Daumen oder ja, sag mal. Nein, das ist schon ein bisschen blöd. Dann schaltet euch einfach ein. Ihr könnt alle euer Mikrofon unten einschalten. Also im Moment haben wir alle den ausgeschaltet, wenn der Speech anfängt, dass man nicht Nebengeräusche hört. Ihr könnt aber jederzeit euer Mikrofon einschalten und etwas sagen. Auf jeden Fall gibt es am Schluss noch einen Breakout-Room, wo alle reinkommen und da sind wir so zu viert oder zu fünft zusammen, dann, dass man auch noch ein bisschen das Gefühl hat vom kleinen Kaffeegespräch. Mit einer Frage vom Didi. Und wenn ihr das glatt gefunden habt, können wir das auch am Schluss nochmal machen. Ihr könnt für einmal nicht wählen, mit wem ihr zusammenstehen. Das werden wir einmal zuteilen. Yeah. Dann haben wir natürlich das Thema Purpose. Das ist uns gegeben davon in Indianapolis, glaube ich. Yeah. Und unsere Global Partners, ganz wichtig, die machen euch ein Geschenk. Und zwar aufgrund von dieser Corona-Krise. Mailchimp ist ja bekannt für kleine Businesses zu unterstützen. Ups, gerade ein bisschen schnell gesehen. Sie haben einen Fund gemacht und würden euch als kleines Business unter 25 Personen 3 Monate ein Abo erlassen. Ihr könnt euch, Andrea teilt es jetzt gerade im Chat, dort oder unter dem Link hier melden und dann könnt ihr als Creative Mornings Members von dem Gebrauch machen. Dann haben wir auch noch WordPress als Partner und WordPress gibt euch 20%, wenn ihr jetzt entscheiden solltet, euer Business auf- oder auszubauen auf Web, dann könnt ihr das kostenlos auf WordPress, also einfach mal die Webpage erstellen und zusätzliche Features wären dann 20% für euch. Ihr müsstet aber auch den Link nutzen, der wird auch gerade geteilt im Chat. Und ein ganz neuer Partner, den wir haben, glaube ich, seit Januar ist der dabei, das ist Basecamp. Nein, sogar schon seit Dezember letztes Jahr und November. Das ist Basecamp. Basecamp organisiert im Prinzip Teams, da könnt ihr Doings rein tun, Timings, egal was, Docs share. Basecamp ist sehr grosszügig, die geben euch 6 Monate Discount. Also eigentlich 6 Monate erlösen sie euch das Business-Abo, wenn ihr das einmal möchtet probieren, zum Starten. Was ihr dort machen müsst, ist, ihr müsstet jetzt ein Foto machen, und zwar von euch, vor eurem Laptop, also Querformat, so, wie wir sehen. Und das Foto mit einem kurzen Satz einschicken an die E-Mail-Adresse, auch die tut Andrea jetzt gerade im Chat, dass ihr das auch am Schluss noch machen könnt. Das Foto wollen wir sowieso von euch.
weil dann können wir das nämlich auf den Social Media teilen. Und weil wir ja heute nicht so vor Ort Fotografie haben, finden wir es natürlich total lustig, wenn wir euren Arbeitsplatz quasi sehen, wo ihr jetzt mit uns hier zusammenkommt. Also eure Location eigentlich. Genau, das wäre es einmal so. Ja, und jetzt wollte ich eigentlich nicht mehr länger schwätzen. Und das Wort im Didi geben. Wir sind Thema Purpose. Physisch sind wir getrennt. Wir haben gefunden, es ist wichtig, gerade jetzt zu sagen, warum denn eben genau die persönliche, tiefe, echte Berührung gerade so wichtig ist. Und Didi, ich gebe dir jetzt gerne das Wort und viel Spass. Merci, Mann. Hallo zusammen, also ich fange mal auf Schweizerdeutsch an. Falls jemand lieber Hochdeutsch hätte, könnt ihr vielleicht das kurz in den Chat reinschreiben, dann kann ich auch noch wechseln. Aber wenn ich schon, also ich bin in Zürich, muss ich zugeben, ich hoffe, man hört noch, dass ich Basler Dialekt habe, weil das ist meine ursprüngliche Heimat, von dem her freue ich mich sehr, hier dabei zu sein. Ich bin sehr aufgeregt, wie ich bin einmal aus meinem alten Job raus in die Arbeit, die ich jetzt mache, wenn ich ja direkt mit Menschen will zu tun habe. Ich mache sehr viele Vorträge und das Lässige finde ich ja, wenn die Menschen vor mir sitzen und da so eine Interaktion stattfindet. Ich habe jetzt immerhin eure Bilder, aber ich höre euch nicht, ich spüre eure Energie nicht. Das macht es ein bisschen als Herausforderung. Und das andere, was mich auch noch nervös macht, ist so, ich kenne die Gruppe nicht. Also normalerweise, wenn die Leute zu uns an die Schule kommen, dann kommen sie aus einem gewissen Grund zu uns. Und ich habe keine Ahnung, ob euch das interessieren wird, was ich euch da erzähle zum Thema Purpose. Aber ich hoffe, dass das ein bisschen inspirierend wird sein. Vielleicht kurz zu meiner Person, oder warum bin ich überhaupt da? Ich bin Sexologic Bodyworker und Sexualpädagog. Das heisst, so ein Teil von meinem Job ist an Schulen, den Jugendlichen unterrichten zum Thema Liebe, Sexualität, Beziehungen etc. Das ist ein bisschen kleinerer Teil und der grössere Teil ist, ich habe hier in Zürich eine Praxis und eine Schule, zusammen mit meiner Partnerin, wo wir Berührungen eigentlich unterrichten, das ist ein Teil, also so Menschen in den Körper bringen. Und das andere ist aber auch Sexualität, also wo Menschen Sexualität lernen können. Wie ich glaube, als Sexualpädagog kann ich das auch sagen, ich meine, Sexualität ist ein relativ grosses Gebiet, ein wichtiges Gebiet im menschlichen Leben, aber was wir an Bildung unserer Kinder und Jugendlichen mitgeben, ist jetzt nicht gerade grossartige Bildung, würde ich sagen. Und da hoffe ich, dass wir unseren Teil beitragen, dass sich ein bisschen ändert und offener wird. Momentan sind wir im Lockdown, also mit der Praxis dürfen wir dann am Montag wieder aufmachen. Das wird dann spannend, wie das jetzt genau mit den Masken wird sein, die Körperarbeit zu machen. Kurs ist noch ein bisschen unklar, wenn die Schule wieder aufgehen kann. Aber ich finde es eine extrem spannende Zeit, das Social Distancing. Ich habe gestern noch einen kleinen Vortrag gehabt, auch so per Online. Das ist der Titel vom Social Distancing zum Social Bonding. Also, wo Menschen zusammenkommen. Und ich glaube, ihr werdet in meiner Präsentation dann auch sehen, dass das doch ein wichtiger Teil ist in unserem Leben. Ich habe eine Präsentation vorbereitet und ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ich kann das dann auch als PDF an Zara schicken. Wenn ihr das wollt, kann sie das auch verteilen an euch. Dort hat es auch ein paar so Hinweise drin, Links drin, wenn euch das interessiert und ihr wollt tiefer in das Thema hineingehen. Und dann würde ich mal da schnell probieren, ob das so geht. Und dann hoffe ich, dass das jetzt alle sehen. Da können wir gerade überspringen. Das ist der Satz, den ich bekommen habe, also Grundthematik. Und ich habe das nochmal gehört, was Purpose, wenn man das auf Deutsch übersetzt, was heisst das eigentlich? Eben, das gibt der Zweck, das Ziel. Aber der heutige Vortrag wird über die Bedeutung die Bestimmung, also so die grosse Lebensfrage. Und jetzt habe ich 25 Minuten Zeit, euch eigentlich so zu über Sinn des Lebens, das anzuschauen. Und wir werden eine kleine Reise machen. Wir werden zuerst mal anschauen, was könnte der Sinn sein? Wie für einen Mensch, wie könnte das aussehen im Leben? Ich werde das dann probieren zu verknüpfen mit Sexualität. Was hat Sex damit zu tun? Ich werde es dann verknüpfen mit Liebe. Also was hat das mit Liebe zu tun? Und am Schluss werdet ihr dann noch eine Aufgabe Hausaufgaben bekommen, also wir noch nicht machen, ist einfach eine Einladung, eine Übung, die wir gemacht haben in einem Kurs, der heisst Tod und Ekstase.
also wo man Ekstasezustände auch mit dem Thema Tod loslassen zusammengebracht haben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die Übung machen. Und dann ganz am Schluss gibt es ja noch die Gruppe, und da habe ich auch eine Frage vorbereitet, das ist die berühmt-berüchtigte Grabsteinfrage. Das hört sich jetzt ein bisschen düster an, aber es ist eine sehr extrem spannende Frage, wenn ihr die dann so ernst nehmt und wirken lasst. Bei dem Satz, den ich da bekommen habe, was mir auffällt, ist so der «Follow the path of your own joy». Also Joy ist sicher ein wichtiger Teil im menschlichen Leben, und ich glaube, da haben wir auch das Glück, in einer Zeit zu leben, wo wir freier sind, wo wir mehr können wählen, wo wir auch Sachen können wählen, wo wir wirklich wählen, also wo wir nicht so eingebunden sind in Zwang. Aber ich glaube, Joy ist nicht das einzige Kriterium, um wirklich einen Purpose im Leben zu finden. Und wenn ich das mal so kurz auf mein Leben zurückschaue, ich sage immer, ich bin klassisch heterosexuell sozialisierter Schweizer Mann. Und das ist jetzt nicht irgendwie, dass alle gleich sind, die in der Schweiz als Mann geboren sind, sondern es hat auch so gewisse Sachen, die mitkommen. Zum Beispiel Embodiment, den Körper spüren, ist jetzt nicht das, wo wir Schweizer Männer dafür bekannt sind. Wenn ihr dort einen Beweis dafür wollt, ist, wenn wir wieder Weltkarte anschauen und sagen, wo sind die Männer, die am besten tanzen können, dann würden die wenigsten auf die Schweiz zeigen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir uns alle einig sind. Aber auf jeden Fall, ich habe mein Embodiment oder das, wie ich zu dem Thema gekommen bin, über Salsa tanzen gewesen, bin oft auf Kuba gewesen. Und kubanische, nicht alle, aber viele kubanische Männer sind ganz anders im Körper, andere Körperbewegungen. Und da habe ich einmal zugeschaut und gedacht, die haben irgendwie andere Gelenke wie ich. Also es hat einfach eine gewisse Bedeutung, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Schweiz geboren bin. Und ich habe lange eine sehr klassische Schweizer Karriere verfolgt. Ich bin Finanzchef in einer Softwarefirma. Und das hat eine Bedeutung für mich. Und das war also ein bisschen das Bild gewesen. Karriere machen, tolles Auto, genug Geld, Sicherheit. Und die Arbeit hat auch Spass gemacht. Also nicht, dass das irgendwie eine langweilige Arbeit war. Aber es war immer so ein bisschen die Frage gewesen, um was geht es noch im tieferen Sinn. Und das war eigentlich auch der Breaking Point gewesen für mich, wo ich dann mich in eine andere Richtung bewegt habe. Und meine Präsentation wird so ein bisschen eine wilde Mischung von Star Trek, Bibelzitat, Lord of the Rings Geschichte. Und ich glaube, was ich damit will sagen ist, es gibt eine tiefere Wahrheit in der menschlichen Existenz. Da können wir über die Zeitspanne gehen von der menschlichen Geschichte. Das berührt Menschen irgendwo immer. Also wieder so eine, das sind so Geschichten, die eine tiefere Wahrheit berühren. Als ich jung war, hatte ich immer den Traum gehabt, ich will Astronaut werden. Ich weiß nicht, vielleicht gibt's, das ist glaube ich nicht so außergewöhnlich, sonst wäre wahrscheinlich Star Wars, Star Trek etc. nicht so erfolgreich. Und da habe ich ein paar Zitate. The galaxy is a very, very large and startling place. Das kommt aus Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Geniales Buch, Liebe. Und das andere, boldly go where no human being has gone before. Star Trek, kennt ihr vielleicht noch die Originalserie, wenn das Raumschiff so in Space reinfliegt. Und das ist immer mein Bild gewesen. Also ich habe das, den Sinn oder den Purpose habe ich immer im Aussen gesucht. Ich wollte die Galaxie da aussen erobern, verstehen, was ist da aussen. Es ist alles gegen das Aussen gegangen. Und ich glaube, das ist ein grosses Thema in unserer Gesellschaft, dass vieles gegen aussen geht. Und was ich jetzt mit meiner Arbeit eigentlich mache, das war wie eine Umkehrung gewesen. Also ich sage auch, ich bin jetzt ein Astronaut, aber ich bin ein Astronaut, der nach innen geht. Also ich tue Menschen unterstütze, sich selber zu spüren und das innere Universum zu entdecken. Und auch das braucht oft Mut, wie das auch Angst macht und wir oft nicht mehr so einen Zugang haben zu dieser Welt. Und eine von meinen Lieblingsszenen habe ich da aus dem Film «The Right Stuff», der ist schon ein bisschen länger, ich glaube 20 Jahre oder so. Und ich bin länger auch in Australien gewesen und ich kenne Aboriginal-Kultur. Und wenn ich so zurückschaue, habe ich das immer so angeschaut zwischen einer Mischung von Arroganz, also so ein bisschen, ja, ich meine, die leben da irgendwie ohne anständige Häuser und irgendwie so, aber auch Faszination für die Kultur und was, also ja, so eine spirituelle Ebene, die sie haben. Und in dem Film «The Right Stuff», das geht um Astronauten. Und ist ein Astronaut im Outback in Australien, muss da irgendwie so seinen Kollegen von einer Station unterstützen und trifft auf Aboriginals. Und dann
sagt der Aboriginal, was? Aha, ihr fliegt auch im Weltall um. Und dann der Astronaut schaut ihn an, ja was, wie, ihr fliegt auch dort um. Dann sagt der Aboriginal, nein, nicht ich, aber der alte Mann dort hinten, we do that too. Also er weiß das und er macht das auch. Aber er macht das halt nicht mit einer Rakete, sondern er macht das innerlich. Und das ist ein Zitat, das ich noch habe von Hans-Peter Dürr, der das ein bisschen auf den Punkt bringt. Ich glaube, in unseren modernen Zivilisationen geht vieles so nach außen, eben das Materielle auch, eben Raketen und dort rausfliegen. Aber wo ist eigentlich denn das Thema, wo es nach innen geht? Also so wirklich die eigene Welt zu entdecken. Und dann habe ich mal geschaut, was ist denn so der Unterschied zwischen Purpose and Meaning? Also ich habe viel auch mit dem englischen Spruch so ein bisschen gespielt. Und also der Purpose ist mal das Grundlegende, aber das Meaning ist eigentlich dort, wo wir einen Wert dazugeben. Und ich glaube, Wert ist eine wichtige Diskussion, wo ein bisschen verloren gegangen ist. Also früher ist das wahrscheinlich klar gewesen, wenn ich so zugang zu meinen Grosseltern, das war noch sehr katholisch gewesen, dann ist das einfach ein Set of Systems vorgegeben gewesen. Und wir haben jetzt viel mehr Freiheit. Das heisst, die Freiheit bedeutet auch, wir müssen in unserem Leben Wert geben. Und dann frage ich mich, geben wir in unserer Gesellschaft wirklich den richtigen Wert? So ein Beispiel wäre ja, ich lebe in Zürich, da fliegen, also gestern sind wir auf der Dachterrasse gewesen, ein Flug ist durchgeflogen am ganzen oben. Und das ist natürlich im Normalfall, hast du halt zwei Minuten eins. Und wenn wir uns mal wirklich fragen, was wir unserer Natur antun, und ich das wirklich würde spüren, also wenn ich verbunden wäre mit meinem Körper, würde ich dann überhaupt nicht in ein Flugzeug hineinsitzen, weil ich weiss, wie schädlich das ist und was ich der Natur antue. Also wenn ich die Werte wirklich würde spüren, wie würde denn unser Leben zum Beispiel aussehen? Wirklich tolle Mann, oder wo, also jemand, der wirklich tolle Idee hat, ist der Viktor Frankl. Und er hat ein Buch geschrieben, Man's Search for Meaning, also so Man jetzt nicht als Mann, sondern einfach als Mensch, also so die Suche nach der Bedeutung. Und für ihn ist das sehr zentral gewesen. Also wenn das Leben keine Bedeutung hat, dann wird es schwierig, vor allem wie das Leben eben nicht nur mit Joy ist, sondern es hat viel mit Suffering zu tun, also mit Leid, also mit Tod, mit Verlust. Und wenn das Leben keine Bedeutung hat, dann wird das ja schwierig, wie für was lebe ich denn schlussendlich noch? Und ich glaube, das ist für viele Leute wirklich die große Frage, wie kann ich im Leben eine tiefere Bedeutung geben? Und wenn ich dann das noch ein bisschen weiter gehe, ist das ein Zitat von einem Bild, das ich gekauft habe, gerade nach meiner Ausbildung. Ich habe die Ausbildung in San Francisco gemacht und habe mein Diplom in der Hand gehabt, durch die Straßen von San Francisco, bin an einer Galerie vorbeigekommen, habe das Bild gesehen und das ist draufgestanden, dann habe ich das gekauft. Und also ich denke bei meiner Arbeit schon auch, dass das etwas mit Weltfrieden zu tun hat. Und natürlich habe ich irgendwie immer auch das Bild gehabt, ich könnte die Welt retten und so. Aber eigentlich geht es wahrscheinlich einfach darum, dass wir als grosse, komische Familie einfach zusammenkommen. Und ich glaube, das ist in so einer Krise wie jetzt, der Corona-Krise, sehr spannend für mich zu sehen, wie die Menschen wieder anders zusammenfinden. Also wie so eine Solidarität auch entsteht. Und plötzlich werden andere Sachen wichtig. Also nicht für alle. Also wir sind eine Gesellschaft, wo man genug Ablenkungen hat mit Zalando-Päckchen und Netflix und so weiter. Aber ich glaube, für viele Menschen ist das auch immer so ein Halt gewesen, aus dem Alltag raus, also so eine, wir machen das in unserer Arbeit auch in der Sexualität. Sexualität ist oft etwas, was sehr mit Muster besetzt ist. Und eine Musterdurchbrechung ist wichtig, wie eine Musterdurchbrechung ist man so, oh, jetzt ist etwas anders. Und ich glaube, das ist jetzt auf einer gesellschaftlichen Ebene passiert. Wir haben jetzt so eine Musterdurchbrechung gehabt. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zur Bibel. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das steht auf dem Grabstein von meinen Grosseltern. Da bin ich wahrscheinlich 15 Jahre nicht mehr gewesen, vor ein paar Monaten dort an, auf dem Friedhof. Ich habe nicht gewusst, dass das da drauf steht. Und am Ende, und das ist jetzt so ein bisschen der Spoiler-Alert, am Ende geht es um Erlösung. Und die Frage ist ja, wie finden wir die Erlösung? Und meine Großeltern, sehr katholisch, haben die Erlösung im Gott. Also das Bild ist, da gibt es einen Erlöser, der mich dann erlöst. Und es gibt einen tollen Kanal auf YouTube, Like Stories of Old, die den Film auf ihre tiefere Bedeutung anschauen. Und der Clip, wo, wenn ihr den dann könnt anklicken, der geht um Lord of the Rings. Und im Lord of the Rings ist er sehr schön auf den Punkt gebracht.
Erlösung findet ihr nie in der physisch-materiellen Welt. Also ihr könnt Häuser haben, Autos, was auch immer, das wird euch nicht erlösen. Erlösen ist immer a moral victory. Also ist etwas im spirituellen Raum. Etwas, das ihr grösser als ihr selber kennt. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Grundessenz vom Ganzen. Und nochmal ein Bibelzitat, ich finde das auch, ich meine, das ist Wissen, das ja tausende alt ist. Also wenn ich reich bin, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich ins Paradies komme. Wie halt das Loslaufen von diesen materiellen Gütern viel schwieriger ist. Und ich glaube, das ist für ein reiches Land wie die Schweiz auch mal spannend, darüber nachzudenken. Also für was will ich mehr Geld verdienen, noch mehr. Aber was ist denn wirklich die Bedeutung im Leben? Und jetzt kommen wir zu etwas, das haben da alle mal gehabt, nehme ich mal an. Zumindest in meiner Schulzeit ist das Volkswirtschaft one-on-one gewesen, die Maslow'sche Pyramide. Und das Spannende ist, in meiner Schulzeit, und ich glaube, die meisten kennen auf die ersten fünf, und die sechste Stufe, die ist später in seiner Theorie dazugekommen, die wird oft vergessen. Also es hört bei Self-Actualization auf, also bei der Selbstverwirklichung hört es eigentlich auf. Und die transzendente Ebene, die wird oft vergessen, aber das ist eigentlich die zentrale Ebene. Das ist eigentlich das, was ich vorher gesagt habe. Also wenn wir die Stufen durchgehen, ich glaube Safety und physische Bedürfnisse, also wir haben jetzt nicht Angst wegen Hunger, es gibt vielleicht ein paar Panikattacken, wenn das Klopapier knapp wird in dem Mikro, das ist dann, glaube ich, aushaltbar vom Problem, oder es sind ja gerade Masken, die kommen, dann rennen sie auch wieder die Masken kaufen, das ist klar, das ist Sicherheitsbedürfnis. Aber das Entscheidende ist eigentlich, Love and Belonging, ich glaube, das ist ein grosses Thema in unserer Gesellschaft. Wirklich so eine tiefe Zugehörigkeit zu spüren, ist ein bisschen verloren gegangen. Es ist vieles auf dem sich selber verwirklichen, aber halt so ein bisschen auf sich bezogen. Aber die Ebene von, was bedeutet das eigentlich, etwas Größeres zu spüren, eine Oneness, ich glaube, das ist ein bisschen verloren gegangen. Und wenn wir das jetzt auf die Sexualität übertragen, es gibt ein tolles Buch, Sex at Dawn, das ist so sehr die, das ist ein bisschen Primatenforschung. Da geht es um Bonobos und Schimpansen, da werden Penisgrößen von Primaten verglichen zu Menschen, da werden Hoden verglichen, wie gross sind die Hoden von einem Gorilla im Vergleich zu seiner Körpergröße zu uns Menschen. Und da muss man festhalten, wir Menschen haben, also die Männchen bei den Menschen haben sehr große Hoden im Vergleich zu einem Gorilla, der hat ganz kleine. Aber die spannendste Primatenart sind unsere nächsten Verwandten. Da gibt es zwei, das sind Schimpansen und Bonobos. Und die sind genau gleich weit von uns weg, rein genetisch gesehen. Aber spannend sind eben Bonobos. Die Schimpansen, das ist ein bisschen, das kennen wir. Die haben Krieg, die haben Vergewaltigung, die bringen sich um, wenn der Gegner ins eigene Revier kommt. Das ist recht brutal. Die regulieren also auch mit Gewalt. Und Bonobos machen das nicht. Bonobos den jeden Stress, den sie haben, über die Sexualität regulieren. Menschen machen beides. Also Menschen regulieren sich über die Sexualität, aber auch über Gewalt. Und ich glaube, das ist unsere Arbeit, die wir machen, ist, dass Sexualität eben nicht nur der physische Akt ist, sondern dass Sex eben die ekstatische Ebene, und ekstatische Ebene ist ja eben die Transformation in eine andere Ebene. Es gibt Leute, die nehmen Drogen, es gibt Leute, die trinken Alkohol, es gibt ganz viele Wege in die Ekstase. Aber Sexualität kann eben eine sein, wo man in so eine tiefe Verbindung mit sich kommt, aber auch mit einem anderen Menschen. Ich habe jetzt da kurz, da geht es nicht gross drauf, das ist das Chakrasystem, das ist aus der indischen Tradition. Aber ich glaube, wenn ihr das mit der Maslow'schen Bedürfnispyramide vergleicht, das ist nicht unähnlich. Also Sexualität ist im Roten, im Wurzelchakra sitzt eigentlich die Urenergie. Und das ganze Bild in der tantrischen Tradition ist eigentlich, dass ich die Energie eben von unten auf transformiere. Dann haben wir im grünen Bereich zum Beispiel das Herz. Also für viele Menschen ist Sex und Liebe zusammenbringen ein ganz grosses Thema. Also für alle, die eine langjährige Partnerschaft haben, das ist eine Herausforderung. Wie bringe ich Sexualität und Liebe zusammenbringen, dass es nicht langweilig wird. Aber wie bringe ich das eben auch nach oben, so in das Kronenchakra, in die universelle Verbindung? Und ich habe die Frage,
Was hat Liebe damit zu tun? Da gibt es das schöne Lied «What's Love Got to Do With It» von Tina Turner. Und jetzt gehen wir kurz zum Film «Interstellar», wo ein sehr komplizierter Film ist in diesen ganzen Zeitachsengeschichten und was dort präsentiert wird. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Aber was, glaube ich, viele vergessen, im Kern geht es in dem Film, und das ist ein Zitat aus dem Film raus, es geht um Liebe. Und dass Liebe eigentlich die Ebene ist, wo die Dimensionen von Zeit und Raum kann überschreiten. Und das ist eine Fähigkeit, die wir Menschen haben. Und das ist extrem spannend. Also wir sind, also wenn man das anschaut, wir leben auf so einer Zeitachse. Und wir Menschen haben so, wir leben auf dem Punkt in dieser Zeitachse. Und was bei uns westlichen Menschen oft so das Thema ist, wir leben immer entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Also in unserer Arbeit, das ist sehr asiatisch traditionorientiert, Meditation, eben auch über Massage, über Körper, im Moment kommen. Also nicht mit dem Kopf irgendwie schon beim Nächsten sein, sondern präsent im Moment sein und spüren. Und dann gibt es ja die Ebene von der Erleuchtung. Und die Ebene von der Erleuchtung ist eigentlich die Achse, das ist eigentlich die Querachse dazu, wie dann bin ich immer überall. Also dann das überschreitet eigentlich die ganze Dimension. Und das ist in dem Film ja auch so. Der ist ja dann hinter dem Bücherregal, ändert er ab. Und wieso ändert er dort? Es ist die Liebe zu seiner Tochter. Also die tut ihn eigentlich verankern. Und jetzt habe ich die Übung, die ich euch möchte einladen. Ihr müsst euch 3 Stunden Zeit nehmen, das ist eine lange Zeit. Und zwar so, dass ihr nicht gestört werdet. Also dass wirklich einen Raum aufbaut, schönen Raum mit auch von der Einrichtung her, dass wirklich so eine Insel für euch, wo ihr 3 Stunden Zeit nehmt. Und ihr dient euch auch einen Stift und Papier dazu legen und alles andere, wie ihr euch verwöhnen wollt. Und die Einladung ist, dass ihr euch dient, selber berühren. Und wir nennen das auch Orgasmic Yoga. Das ist bewusste Selbstliebe. Das heisst, sich selber auch befriedigen. Aber jetzt halt nicht zum Orgasmus innerhalb von 15, 15 Minuten, sondern wirklich so 2 Stunden Wellenreiten. Sich mal ein bisschen zu erregen, dann wieder ein bisschen zu entspannen, wieder ein bisschen zu streicheln. 2 Stunden. Und dann nehmt euch eine Stunde Zeit, also ohne Pause, in dem Zustand von Selbstverbundenheit, nehmt ihr euch eine Stunde Zeit und ihr schreibt einen Dialog. Und ihr schreibt den Dialog mit eurem Ich an eurem Todestag. Das ist eine extrem spannende Frage, wie ihr müsst euch zuerst mal vorstellen, wann ist das? Wie seht ihr denn aus? Also ist das, wie alt sind ihr denn? Und dann könnt ihr Fragen stellen, wie ist mein Leben gewesen? Also das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber Vielmann-Werbung kennen wahrscheinlich die meisten, wo der Sohn der Vater fragt, hast du etwas anderes gemacht in deinem Leben? Ich hoffe, die Antwort, wenn er den Dialog schreibt, das ist nicht, ich würde meine Brille beim Vielmann kaufen. Aber die Frage an sich ist spannend, oder? Was hast du anders gemacht in deinem Leben? Würdest du mir raten, etwas zu verändern? Und das haben die Menschen gemacht. Das war eine Gruppe von 20 Leuten. Also, wenn ihr das ernst nehmt, das ist eine extrem spannende Übung. Und könnt einfach mal ausprobieren. Und jetzt kommen wir zu unseren Breakout Rooms. Die Grabsteinfrage. Und da ist auch die Idee, spannend bei uns Menschen ist, wir haben ein Selbstbild und passt das Selbstbild eigentlich mit dem, wo wir leben. Und das ist oft nicht, also wir können uns selber auch gut, sehr gut belügen auch selber oder gewisse Sachen nicht anschauen. Darum ist eigentlich die Idee davon, wenn jetzt ein Aussenstehender dein Leben würde anschauen, was würde der draufschreiben auf die Grabstelle? Also dann kann man schon Selbstbild haben, ich bin ein toller Vater, Mutter gewesen, aber wenn dann zum Beispiel meine ganze Zeit in Karriere und weiß nicht was reingeflossen ist oder sonst irgendetwas, ein Aussenstehender sieht das. Oder? Also was würde ein Aussenstehender sagen, was auf dem Grabstein wird stehen? Und wenn du jetzt selber in Zukunft schaust und dir überlegst, was ist mir wirklich wichtig, was will ich denn wirklich mal draufstehen haben? Also was ist es? Und muss sich dann etwas im Leben ändern? Also gibt es da eine Diskrepanz? Und muss sich dann etwas ändern? Das wäre so die Einladung für die Breakout Rooms. Und ich glaube, Sarah, das würdest du übernehmen wieder? Genau. Ich muss es gerade schnell einrichten.
Ihr werdet in 10 Räume aufgeteilt, so je etwa 5, ja, machen wir 12 Räume oder 14 Räume. Dann sind es so 3 bis 4 Teilnehmer, die das zusammen besprechen können. Und es startet jetzt. Oh, also Didi, ich gebe dann dir wieder das Wort. Wir warten, bis alle wieder zurück sind. Dann kommen wir noch dies neu jetzt zurück. Und dann. Haben wir denn noch? Also können wir noch irgendwie so Stimmen sammeln oder? Ja, genau. Folgen? Ja, genau. Hallo zurück. Ich hätte gerne noch weitergemacht. Ja. Yeah. Oh, Gipfeli. Hey, hoi. Hoi. Sind schon alle da? Siehst du das, Sarah? Oder? Ich 48, ich glaube. Kannst auch vorher. Also die Zeit für so eine Frage ist natürlich relativ kurz, oder? Also das, ich merke, dass wenn ihr die wirklich ernst nehmt, dann werdet ihr wahrscheinlich Wochen oder noch länger dran. Also das ist Nahrung für lange Zeit, sich wirklich klar zu werden, wo ist meine Ausrichtung. Aber es würde mich freuen, jetzt ein paar Stimmen zu hören oder vielleicht auch Fragen, wenn ihr Fragen habt zu dem Ganzen, was ich jetzt hier präsentiert habe, dann wäre jetzt so einen offenen Raum noch. Wir können einfach reden, die eine Frage haben. Ja, also erstmal herzlichen Dank für deinen Vortrag und die Präsentation. Anders als ich das erwartet habe, spannend die Verbindung des einen mit dem anderen. So muss ich, glaube ich, noch ganz viel drüber nachdenken. Die Frage sehr gut, die Fragen sehr gut. Allerdings in der Kürze der Zeit hast du selber auch eben gesagt, nicht wirklich erschöpfend, beziehungsweise auch ansatzweise erschöpfend zu besprechen. Ich habe das sehr genossen. Ich habe zum ersten Mal diesen Breakout-Room kennenlernen dürfen mit Zoom. Und das war gerade eine sehr schöne Erfahrung. Danke, Sabrina, Eva und Dominik. So, mal. Ich habe vielleicht eine Frage. Jetzt einfach so, hast du noch irgendeinen Tipp? Eben, wir sind ja jetzt, also ich sitze da, ich habe Kinder im Haus, bei mir läuft die ganze Zeit etwas, von dem habe ich nicht irgendwie so isoliert. Aber ich glaube, es gibt schon noch gewisse Leute, oder, die jetzt relativ allein sitzen. Ist da deine, jetzt auch die Übung etwas, dass man sich halt selber berührt? Eine gute Methode, oder hast du noch andere Sachen? Also ich habe gestern, was ich gemerkt habe, ich gebe sonst noch Yoga, habe gestern das erste Mal Online-Yoga gegeben und es ist schon ganz etwas anderes. Also wenn man so physisch nicht beieinander ist und irgendwie das Digitale noch nicht so befriedigend, muss ich sagen. Also weißt du, gibt es da irgendwie noch etwas, keine Ahnung, ich bin auf der Suche nach irgendetwas, wo einem noch hilft, mit dem körperlichen Abwesenden zurechtkommen. Also ich glaube, Kern von dieser ganzen Arbeit, und mir wird noch ganz viel in den Sinn kommen, was ich noch hätte sollte teilen oder was ich vergessen habe, aber der Kern ist das, was du auch sagst, das Embodiment, oder wo in unserer Gesellschaft oft kurz kommt, den Körper spüren, da gibt es Yoga, Meditation, da gibt es ganz viele Wege, einfach den Körper spüren, wie die ganzen Fragen, Grabsteinfragen oder auch der Dialog, der bringt eigentlich nichts, wenn ich den nur auf den Kopf mache, die körperliche Verbindung. Und Berührung ist etwas sehr Zentrales im menschlichen Leben. Und gerade Menschen, die allein sind, ist das sicher eine Herausforderung. Also ich habe Kontakt mit vielen Menschen auch. Wie gehe ich damit um? Aber ich glaube, wir können, und das ist eben ein ganz wichtiger Teil in unserer Arbeit, dass Selbstbefriedigung wird oft sehr zielorientiert, sehr kurz gemacht. Also da geht es meistens um den Orgasmus. Und das kann man ausbauen, dass ich mich wirklich selber liebe mit der Berührung. Das ist der eine Teil, den wir sehr machen. Und wenn ich dann mit anderen Menschen zusammen bin, eben wegkomme von denen musst du, es muss geil sein. Also es darf auch geil sein, also verstehe mich da nicht falsch. Also das geile Sex super. Aber Sexualität kann mehr sein. Also zum Beispiel über Massage, dass man mal einfach eine Massage gibt, eine Massage bekommt und der Körper
anders nochmal zu spüren. Das ist ein bisschen unser Kernansatz, über Berührung zu gehen. Und das macht es natürlich extrem schwierig in dieser Zeit. Und ich meine, ich habe vorher nie mit Online etwas zu tun gehabt und Technik ist eben, ich bin weg von dem Ganzen. Also ich freue mich dann, wenn es wieder normaler Kontakt ist. Ich werde gespannt sein mit dem ganzen Social Distancing, wie das, was wird die Auswirkung längerfristig sein auf die Bevölkerung. Also werden wir dann plötzlich Angst haben vor Umarmungen? Also wir wissen, dass Berührung das Immunsystem stärkt. Also das, was wir jetzt eigentlich machen, ist eigentlich eher das Gegenteil. Wir schwächen unser Immunsystem. Und Berührung ist ein zentraler Teil im menschlichen Leben. Und als Beispiel noch vielleicht kurz, meine Partnerin Janine, die macht viel mit Kunst. Das haben wir schon vorher geplant, oder sie. Und jetzt ist das gerade in die Zeit gekommen. Und sie plant eine Stiftung, das heisst dann Art for Heart. Und es gibt, wenn ihr das anschaut, vor allem jetzt die älteren Menschen in den Pflegeheimen, oder die sind vorher schon social Distance gesehen, oder? Und haben keine Berührung bekommen. Die Idee von dieser Stiftung ist, dass Menschen wie wir, also Profis in Berührung, in Altersheim, im Pflegeheim gehen und die Menschen berühren. Also geht es jetzt nicht um Sexualität, sondern einfach menschliche Nähe und Berührung geben, wie viele ältere Menschen oder Menschen im Pflegeheim keinen Zugang haben zu dem. Und das ist schlimm, also das ist eine totale Vereinsamung. Macht das Sinn so, oder? Als Antwort? Ja, total. Genau, ich habe auch ein bisschen Angst davor, dass man irgendwie nicht mehr zurückfindet zu diesen Minimalberührungen, wenn es eben nur eine Umarmung ist oder halt sich ein bisschen am Anfang. Ja, mal schauen, gell? Aber es wäre schade. Ich glaube auch, es fehlt so ein bisschen in der Gesellschaft. Das ist ja. Vielleicht eine kurze Anmerkung. Also ich finde die Zeit auch spannend, wie, was ich auch oft erlebe, ist das Gefühl für Nähe, wir arbeiten viel mit Würde und Würde hat aber auch etwas mit Distanz zu tun. Also ich erlebe das ja, also könnte, wenn ihr einkaufen geht, früher sind ja Leute oft sehr unachtsam gewesen auch. Und ich finde, Achtsamkeit ist grösser geworden, Bewusstsein von Distanz. Und das finde ich sehr spannend, weil das ist ein grosses Thema bei uns oder generell in der Sexualität, wenn ich mit Jugendlichen arbeite, Grenzen einhalten von mir selber, aber von anderen, ist ein riesiges Thema in unserer Gesellschaft. Also von dem her kann das auch etwas Positives sein. Aha, wir werden uns mal bewusster, da ist eine Distanz, aber dann auch die Annäherung wieder zu finden. Ich glaube, das ist das, was du, Sarah, da mache ich mir auch Sorgen. Also bekommen wir den Bogen, dass man entspannt uns umarmen und nicht irgendwie so, muss jetzt da Angst haben. Also nochmal zurück zu der Übung, die du gesagt hast, die 3 Stunden. Ja, also das ist natürlich schon eine lange Zeit. Aber ich muss euch sagen, es gibt ein absolut geniales Buch und das heisst Liebeslust von der Veronika Schmid. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kenne ich, aber merken. Ja, viele wissen ja gar nicht, wie oder wo sie sich sollen berühren, wie sie mir überhaupt aufbaut im Sexualbereich, sei es mir Frauen, ihr Männer. Und in dem Buch Liebeslust ist das also wunderbar beschrieben und es wird auch Mut gemacht, sich selber wirklich auch einmal kennenzulernen und sich einmal berühren und einmal schauen, wer ist wo und wie funktioniert man und so. Ich weiss nicht, ob euch da weiterhilft. Also mir hat es wirklich sehr, sehr viel gesagt und sehr viel weitergeholfen. Liebeslust von der Veronika Schmid. Viel Spass. Okay. Vielen Dank für den Tipp. Und ich glaube, das ist ja der Vorteil. Also ich finde immer, die Welten zusammenzubringen. Die Technik ist ja wirklich super. Also wir haben einen Kollegen von uns, der im Lehrerteam ist, der ist in Südafrika momentan und der macht eine Online-Orgasmik-Yoga-Gruppe. Also die sich immer regelmäßig treffen, einmal pro Woche, die sich austauschen über Zoom-Call und dann gehen sie wieder und die sich selber berühren, also die sich gegenseitig inspirieren. Es gibt tolle Bücher, es gibt Videos, also nutzen die Quellen. Also ich hoffe, dass, was ich da gemacht habe, wie so eine Samen und dann gibt es ganz viele Sachen, die noch an Inputs, die man reinnehmen kann. Gut, ja, also wenn keine, was sind noch weitere Fragen? Ich habe nur kurz noch eine Anmerkung zu dem bezüglich vorher
wegen der Berührung, dass man vielleicht Angst hat, nachher uns zu berühren. Ich habe mir auch lange über das Gedanken gemacht, aber ich habe das Gefühl, es könnte auch eine sehr schöne Veränderung geben, weil jetzt habe ich irgendwie meine Freunde einfach umarmt, wenn sie gekommen sind, etc. innerhalb von 2 Sekunden geregelt. Und ich glaube, es wird einfach nachher sehr viel intensiver und sehr viel achtsamer, indem man sich einfach wirklich bewusst dann auch in den Arm nimmt oder sich begrüßt oder sich verabschiedet. Und das gibt eine ganz andere, also viel intensiver und sehr, ja, einfach sehr anders wird. Und ich glaube, das könnte einfach auch eine schöne Veränderung geben, wenn dann das Trauma ein bisschen vorbei ist. Genau. Sonst noch Stimmen? Ich glaube, es ist doch jetzt auch ein schöner Übergang, was man ja auch merkt, oder wir haben es so für selbstverständlich gehalten, dass man sich treffen kann, dass man in ein Restaurant geht, dass man unter Leuten ist, und jetzt fällt das alles weg und plötzlich merkt man so, ui, das ist mir wichtiger gewesen, als ich gemeint habe. Und also die Geräusche, ich habe mich jetzt auch mit den Geräuschen beschäftigt, oder das Stimmengewehr von einem Kaffee oder einem Restaurant. Alles weg. Es gibt übrigens noch eine schöne Seite, wer auch amigs in der Bodega ist, Bodega Sound. Da kann man eine Stunde lang Hintergrundgeräusche von der Bodega laufen lassen. Also einfach Stimmengewirr. Und scheint, soll man das mal ausprobieren, daheim, wenn man jetzt Nacht einfach laufen lassen, eine Stunde lang den Sound von einem Restaurant, der voll ist. Übrigens, den Speaker haben wir schon mal gehabt, das ist der Pete. Das ist ein Speaker von uns gesehen im Februar, glaube ich, 2018. Carla, hilf mir. Genau, also ich würde es sonst auch noch teilen im Chat, dass auch ihr den Stamm nutzen vom Restaurant. Ich hätte, hört man mich eigentlich, wenn ich jetzt etwas sage? Weil ich habe jetzt eigentlich schon die ganze Zeit eine Frage gestellt und habe gemerkt, dass ich bin auf Stumm gewesen immer und darum ist es halt nicht gegangen. Voilà. Nein, ich habe eine ganz konkrete Frage, und zwar im Moment bin ich da in Basel und meine Freundin ist in England. Und jetzt geht natürlich die ganze Körperlichkeit der Beziehung verloren. Und ich habe eine Frage an Dietmar, und zwar, kann man das irgendwie, gibt es irgendwelche Gesprächstechniken oder so, wo man das kann auffangen? Und es geht mir gar nicht unbedingt um Sex oder so, aber kann man irgendwelche Stoffe, die der Körper ausschüttet, über Gesprächstechniken erreichen? Also ein wichtiger Teil in unserer Arbeit, das ist jetzt halt ein bisschen kurz, also Beziehungen sind ein ganz wichtiger Teil, und Beziehung ist eben nicht nur, also Sexualität ist ein Teil davon, aber wirklich die emotionale Verbindung ist, Verletzlichkeit ist ein grosses Thema. Brené Brown empfiehlt auch sehr, sind so TED-Talks, also ist relativ bekannt jetzt so mit dem Thema Scham und Verletzlichkeit, und sich verletzlich zeigen ist etwas, was uns oft sehr schwer fällt, den Menschen, die uns nach sind, also Partner und Partnerinnen. Ich mache viel Paarberatungen. Also von dem her ist das natürlich eine sehr schwierige Situation auf Distanz. Die moderne Technik kann helfen, also dass man halt auch einen Zoom-Call kann machen. Und dann kann man ja Gespräche führen, wo wirklich wichtig sind. Also was ich feststelle, ist, dass viele Paar halt ihre Kommunikation ist so ein bisschen alltagsfunktional orientiert. Also wer macht das, aber sich Zeit nehmen, das fehlt häufig. Einfach mal anzusitzen, wie geht es dir? Und das nicht einfach so schnell, sondern wie geht es dir wirklich im Leben? Also die Frage, wie wir jetzt hier gemacht haben, die eine Bedeutung haben. Und sich von dem auch berühren zu lassen, wenn sich der Partner eben so zeigt, mit den Sorgen, mit den Themen, die wichtig sind. Ich glaube, das kann auch auf die Stand funktionieren. Hilft das ein bisschen, oder? Ja, das ist gut. Danke vielmals. Ja. Ich finde es total spannend, gerade die Frage, die du jetzt an Didi gestellt hast, könntest du eigentlich genau an deine Partnerin so stellen. Absolut, habe ich natürlich diverse Mal schon gemacht. absolut. Und wir sind ja da bei weitem auch nicht die Einzigen, die in dieser Situation sind. Also so geht es ja im Moment auch ganz viel. Also nicht, dass ich das jetzt empfehle, aber einfach zum zeigen, wie weit Technik heutzutage ist. Es gibt ja auch schon Sextoys, die über Bluetooth und Internet funktionieren. Genau. Das habe ich auch gehört, ja. Genau. Das. Also beide haben dann ihr Sextoy sozusagen an oder in der Genitalien, und dann kann man sich gegenseitig mit Fernsteuerung über das Handy irgendwie... Grossartig. Wo findet man so Zeugs?
Ja, online. Amorana, Samuel. Okay, gut. Amorana. Ende April 20% Rabatt. Ronorb. Sicher nicht. Also auf Ronorb hast du den Rabattcode gekriegt. So geil. Hey, und warum hast du gesagt, nicht, dass du das würdest empfehlen? Ja, eben, also, wenn, also ich hoffe, dass ich vor, also natürlich, das, also ich habe das auch, also ich habe das mit, es gibt ja, das ist noch vor so Internet-Vollzeit, es gibt einen Film, den ich sehr empfehle, Shortbus, der ist auch schon ein bisschen älter, und da kommt so eine Sextoy vor mit Fernsteuerung. Also die Frau hat eine innere Fibar dort drin. Und du hast als Partner dann, oder als Partnerin gut, ja, auf die Fernsteuerung. Und wir sind dann zusammen halt auch im Ausgang ins Restaurant. Und wenn sie hat mich bestellen, habe ich einfach das Ding mal ein bisschen aufgedreht. Das sind so Spielereien. Also, das ist lustig gewesen, aber es ist jetzt nicht etwas, wo, eben das, was du gefragt hast, das hat für mich mehr Bedeutung, oder? Also, so eine emotionale, tiefe Verbindung. Aber das andere als Spielerei, absolut. Also. Ja, also, die Frage ist eigentlich, darauf rausgelaufen, ob man durch irgendwelche nicht körperlichen Techniken kann Körperlichkeit erreichen. Das ist eigentlich gewesen. Aber ich meine, so Sextoys wäre ja etwas sehr Physisches auch. Also ja. Um das geht es eigentlich nicht, ja. Genau. Also und haben da Samuel, Sammy, hoi. Hallo Carla. wie ist das mit Vorlesen? Weil ich halt schon ein paar Mal gehört von Freunden, die jetzt wirklich einfach sehr spezifische Bücher gegenseitig vorgelesen haben, dass man dann wirklich sich am Abend jeweils trifft und aus dem Buch gemeinsam liest. Ja, das führt natürlich das Ganze auf eine sprachliche Ebene, oder? Einzig und allein. Und dort ist halt die Schwierigkeit, dass wir nicht die gleiche Muttersprache haben. Das heisst, ihre Sprache löst bei mir natürlich nicht das gleiche aus wie bei ihr und umgekehrt. Diese Komponente kommt halt auch noch dazu. Aber ja, ist eine schöne Idee, ja, definitiv. Also da kommt mir auch noch gerade eine Idee, wie vorlesen, das ist auch spannend. Was wir auch viel machen, ist Arbeit, also da, und auch Vorsicht, also Vorsicht im Sinne von, wie viel will ich denn teilen? Es geht um Fantasie. Also das ist natürlich auch etwas, wie Fantasien zeigen oft auch so die tiefsten Sehnsucht und Wünsche. Und die mit einem Partner, mit einer Partnerin zu teilen, ist natürlich auch spannend. Pornografie ist ja auch in der Sexualpädagogik ein großes Thema. Es gibt viele Menschen, die Porn schauen, vor allem jetzt auch in dieser Zeit. Oder? Und tendenziell sind es immer noch mehr Männer, die schauen. Aber zum Beispiel, wenn in Bar, sage ich auch mal, ja, also wir haben auch Ausbildungsgruppen, die haben dann so nach oben gemacht und zeigt die Lieblingsporno. Also was schaust du wirklich? Und das ist sehr persönlich. Weil dann wissen ja die anderen, was dich erregt. Und als Paar finde ich das auch noch spannend, wenn man so Sachen auf dieser Ebene verteilen. Also ich habe auch noch etwas. Eine Frage eigentlich. Hört man mich? Ja. Ja. Okay, gut. Es gibt ja auch Menschen, die weder Familie daheim haben oder einen Partner. Und in dieser Zeit, wo man halt rausgeht und alleine ist und seine Freunde vielleicht trifft und die Umarmung, die Begrüßung und Verabschiedungsumarmung wegfällt, was ist denn da der Weg? Also wenn man eigentlich, ja, in so Zeiten... Ich merke, okay, es fällt jetzt alles weg, was ich hatte, an Umarmungen im Freundeskreis, an Körperlichkeit. Was würdest du denn da empfehlen? Ich meine, Selbstliebe ist schön und wichtig, aber ist natürlich nicht die gleiche Erfüllung. Also ja, wobei ich glaube, das ist ein Potenzial, das viele unterschätzen. Also ich glaube, oft ist Selbstbefriedigung so ein bisschen ein nice to have, irgendwie so ein Zusatz, aber man sagt eigentlich, das Wichtige ist die Sexualität mit dem Partner. Und ich glaube, das ist ein Weg, wo wir probieren, den Menschen zu vermitteln. Da gibt es so viel Potenzial mit sich selber. Aber ich glaube, das, was du ansprichst, ist ja eher wieder so die soziale Verbindung.
Und ich glaube, das ist eine Technik oder was ich dann gemerkt habe, die körperliche Ebene ist extrem wichtig. Und das war sehr zentral am Anfang, als ich mit dem Anfang habe gearbeitet. Aber ich nenne das somatische Sexualberatung. Das ist eben nicht eine Sexualberatung, die dann über den Kopf geht, sondern wirklich im Gespräch über das Gespüren. Also wo wir wirklich Sachen teilen, wo wir eben körperlich auch berühren. Also wenn eine Freundin, das muss ja nicht Liebespartner, Partnerin sein, etwas bedeutet, was ihm wichtig ist. Also, wie so eine, also wenn er über den Sinn vom Leben diskutiert mit einem neuen Freund, Freundin, also mich berührt das. Also was ist denn wichtig? Was sind wichtige Erlebnisse im Leben? Und ich glaube, das ist ja schön an meinem Beruf, dass ich ganz viele Menschen habe, die so ganz tiefe Geschichten von sich teilen. Und oft, ich glaube, das geht oft verloren in den normalen Alltag. Also man trifft sich zwar und man isst und man hat es lustig, das ist auch gut, aber so die Gespräche, die wirklich eben körperlich berühren, also ich glaube, das ist jetzt gerade eine Chance, wenn eben das andere wegfällt. Danke. Sarah, machst du? Das ist, glaube ich, gut, oder? Du bist auf Stumm. Oh. Schaltest du mich an? Ich schalte mich ab. Ja, doch. Also, genau. Machst du den Abschluss? Ich? Oder wer macht den Abschluss? Carla macht den Abschluss. Ja. Ah, ja, stimmt. Ja. Es ist mega schön, jetzt haben wir wirklich, ich glaube, die höchste Anzahl war 54 gewesen. Also vielen Dank, dass ihr uns auch so unterstützen. Wir sind wirklich sehr nervös gewesen. Irgendwie um 7:30 haben wir uns als Team noch getroffen und ist, glaube ich, alles ein bisschen Chaos pur gewesen. Sarah Kreis, aber danke fürs Führen. Ich hoffe, bei den Breakout-Räumen hat es soweit geklappt. Dadurch, dass wir jetzt wirklich den Mai sicher nochmal so werden machen, würden wir uns wirklich mega freuen, wenn ihr doch ganz viele Freunde noch einladet, weil wir können da also schon noch viel mehr Leute, also Gesichter sehen. Und ich glaube, das ist jetzt gerade nochmal so eine Chance, dass man noch ganz viele neue Gesichter gewinnt für die weiteren Treffen. Aber klar, es wird dann auch wieder andere Treffen geben in Basel mit Kaffee und mit Gipfeli. Ich habe extra da euch Gipfeli im Hintergrund, dass ihr die wirklich nicht vermissen müsst. Genau, aber sonst werdet ihr alles wirklich digital dann wieder mitbekommen, wenn, wo, wir. Und das ganze Team wünscht euch einen guten Freitag und bis ganz bald. Danke Didi, gell, super gesehen. Danke Didi, genau. Danke fürs dabei sein. Macht's gut. Danke. Danke. Danke.